MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von GTA 4. Ja, von heute geht's weiter mit GTA 4 nach einer etwas längeren Pause von GTA, weil einfach so viel dazwischen kam, dass ich gar nicht mehr dazu kam, überhaupt aufzunehmen. Ihr habt gesehen, ein bisschen Inaktivität war da, aber das ist jetzt auch behoben. Und jetzt geht's endlich weiter mit GTA 4, das werden wir auch jetzt in naher Zukunft ja auch, glaube ich, schon durchhaben. Dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes Let's Play werden. Direkt zum Anfang. Ich bin jetzt mittlerweile auch seit heute aktuell auf Twitter unterwegs. Da könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal folgen. Einfach LokomotiveDennis93 auf Twitter. Da findet ihr immer alle neuen News, was so abgeht, pipapo. Ich taste mich gerade an Twitter ran, weil irgendwie jeder bei Twitter ist. Also na komm, ich gehe jetzt auch rüber auf Twitter. Könnt ihr mir gerne alle mal folgen auf Twitter. Seid immer auf dem aktuellen Stand. Alle meine Social Medien sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal reinschauen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber jetzt geht es noch weiter mit GTA 4. Wir haben zwei Missionen. Aber zu wem fahren wir jetzt? Peggy oder Francis? Fahr nach Peggy. Er ist näher dran. Wir werden einfach mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wir sehen uns dann gleich. Bye, Peggy, Freunde. Bis gleich. So, sind wir angekommen bei Mr. Peggy Peggy. Mal schauen, was er sagt. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? Oh. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good. Because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug-dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think was she likes Affe. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Ach, der ist ja ein bisschen nett, ja. Der ist nett unterwegs. We've got business out at the docks in Algonquin. Where's your car, man? We need a car. Ja, mein Auto stand doch gerade hier. Da ist mein Auto. Ich weiß nicht, ob das okay, there's a ship coming in and we're the welcoming party. Who are we welcoming and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in. Exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day, but that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said,
The whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not enough fun in the showers, kind of. All right, here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. We're going this way. Ja, dann machen wir das natürlich mal. Mit seinem Duschspaß, der Typ ist ja... ja. Mal sehen, was er jetzt vorhat. Junge, lauf doch schneller. Stick to me, man. Ja, geht doch. Endlich mal. Bis der oben sind wir schon 10 Mal oben. Wohin? Das haben wir auch echt geil gemacht. If it's just fish, I'm gonna be pretty irritated, Packy. Ja, und sonst so. Mein Gott, dauert das lange. F. Oh, nicht nochmal, oder? Okay, er war doch schneller als hier oben da. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Ganz einfach. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Ja, heißt, er darf schön oben seine Eier chillen. Und wir dürfen Drecksarbeit machen. Und 3, 2, 1, los. No way out. You're fucking surrounded. Oh oh. Oh oh. Aua, 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 aua. Ja, nice. Nein. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, was? Kopf raus. Warum schießen die? Oh mein Gott. Er trifft meinen Schmarrn. Nee, Junge, was ist denn hier los? Kuckuck. Jetzt können wir reingehen. Schöner Anzug, jetzt nass, dies, das, bababab, Alter. Und da. Schieß doch! Wer lebt hier noch? So.
Als ob das alles war. Hier sind noch safer welche. So, jetzt ruhig. So. Na, steig ein. Komm. Ja, dicken AMG-Sound. Alright, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's Lockup in Westminster off of Union Drive West. Okay, machen wir. Also, die verdienen ihr Geld auf eine ganz andere Art und Weise als wir, ne? Die leben richtig im Gangster-Shit aus. Der schießt doch. They're taking this real serious, aren't they? They do not like to be robbed again. Not many people do. That's a lesson I've learned. Fucking Pacino said it'd be easy. Good thing I enjoy a good run. What the hell? Is it Chinese New Year already? There's a box of grenades in here. Pass them up, Pecky. I'll give them a taste of their own fireworks. So long! So. Ich kann Granaten schmeißen. Oh, ich hab Granaten. Gut, hätte man mir vorher gesagt, hätte ich Munition gespart. Ich glaube, es ist keine Action mehr, oder? Na, jetzt haben wir sie alle ausgeschaltet, Freunde. Ja, das ist gleich wieder Granaten. So, wir sind angekommen bei El Garajos. Keep clear. Okay. War knapp. The stuff all in there? Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico! Come over here. You work for these Mick bastards? Fuck it, Guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Der hat ein bisschen gelogen. Der hat schon recht gehabt, er hat es jetzt nicht ohne uns geschafft, aber er hat ja gar nichts gemacht. Das ist der Punkt, ne? So, nächste Mission auf jeden Fall. Wo sind wir denn hier? Ein anonymer Kontakt. Fahr mal hin, guck mal, wer das ist, Freunde, bis gleich. Nico! Shit is getting fucked up! I need to see you at my crib! How did the big real estate deal go? That cat ain't got no vision. Wants to shut down the site and shit. Make it a memorial to union workers who died in accident? And fuck you, Seth Amir. I got big problems. Come see me now. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Mal kurz zum. Jetzt einfach direkt zum anonymen Kontakt fahren. Oh, man. Kurz gucken, wer es ist. Und wir gehen erstmal das Essen. Unser Leben ist down. Dann gehen wir zum anonymen Kontakt und dann schauen wir mal. Eieieiei. Kann ja sein, jeder ruft an, jeder macht Palaver. Hi, welcome to Cooking Bill. What can I get for you? Here you go. Das ist ja gar nicht verpackt, was gibt ihr denn da für eine Scheiße? So, Leben ist full. Weiter geht's. Ups. Bisschen Spuren gepackt. So, wer ist denn hier der anonyme Kontakt? Wrong is right. About people's feelings, bud. Yeah? Boo fucking who? Hey. Hi.
Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute! Eat my ass, buddy! Okay. Komisch. Ganz komisch, die Geschichte. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellique, quite a file, quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. Hmm. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. Aye, aye, aye. Welcome to America. Baskala Stara Dejava. Bushka. Ein Landsmann von uns. Aye, 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 aye. Ja, dann ab zum Apartment. Mal schauen. Wenn wir jetzt noch alles knechten müssen, die Liste wird immer länger und immer länger. Bis gleich. So, jetzt sind wir bei seinem komischen Apartment hier angekommen. Den packen wir direkt mal auf dezent zu. Boah, geiles Auto. Mr. Minkoff, anybody here? What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his emails. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Ja, wir werden mal ein bisschen spionieren. Web. E-Mails. So, Freunde, ich muss einen ganz kurzen Cut machen, jetzt bin ich wieder da. Sehr geehrter Herr Minkoff, es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie vorhaben, ein Manuskript voller Irrtümer und Anschuldigungen zu veröffentlichen. Ein Klient, der nicht genannt werden möchte, wird Sie wegen Verleugnung verklagen. Sollte dieses Manuskript je herausgebracht werden, geben Sie es unterfangen auf. Boah, ja. Lieber Oleg, ich kenne dir keine weitere Wünsche. Ich habe hier meinen Kontakt angemeldet. Vasili. Oleg. Ach komm schon, das ist doch verrückt. Du wirst nicht von Regierungsspionen beobachtet. Dein Telefon ist nicht verwanzt.
Du musst kein Wasser aus den Flaschen trinken oder aus Dosen essen, weil dich jemand vergiften will. Begreif das doch endlich. Aber natürlich möchte ich mich mit dir treffen. Du findest mich später vor dem Juweliergeschäft an der Tulsa Street. Tschüss, Vasili. Okay. Alle Informationen, die wir brauchen. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street, eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Ja, Freunde, dann wird natürlich mal so, als wenn es so locker easy gemacht werden kann, aber wir machen es bis gleich. So, wir sind vor dem Juwelier. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. Der fährt kein Millimeter gleich mehr. Wir finden ihn jetzt. Ich hab ihn getroffen, ich hab das gesehen. Ich wusste es doch. Er kam nicht mal komplett hier hoch. Mach's gut. Zum Abschied. Ganz entspannt fahren natürlich wieder runter. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smartass. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something is a little hurt. Maybe delay. I'll be in touch. Goodbye. Das kann man nochmal machen. Keine Beweise. So. Aber ganz kurz mal vor den Cops ab, weil wir nehmen auch schon wieder. Ich nehme seit 34 Minuten schon wieder auf. Sollte passen. Na, Cops. Komm, komm, komm. Geh weg, geh weg, geh weg. Perfekt. So, Freunde, aber das war's mit der heutigen Folge von GTA 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung über jedes Kommentar, über jede Bewertung, ihr wisst, wie es abläuft, checkt meinen Partner MMOGA genau da aus. Ein guter Code, Lokomotive Dennis, spart ihr 3% auf euren gesamten Einkauf, wenn ihr FIFA Points kaufen möchtet, kauft die vorbestellen möchtet, sagt, hey, ich will unterstützen. Ganz oben in der Videobeschreibung steht auch mein Partnerlink. Ihr zahlt nicht mehr, ihr spart dadurch sogar, unterstützt mich dabei ein bisschen, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann würde ich sagen, genau, checkt meinen Twitter ab, checkt meine anderen Social Media aus, alle auch in der Videobeschreibung, ziemlich weit oben verlinkt. Also ich bin raus, ich wünsche euch was, vielen Dank für's Zusehen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Freunde. Ciao. Jo, Freunde, noch einen kleinen Bonusinhalt. Ich wollte eigentlich gerade zum Speichern fahren, aber dann haben wir einen Anruf bekommen, dass Roman entführt worden ist von ein paar Russen, die er Geld schuldet. Also, da muss natürlich rein, gehört zur Story dazu, juiui. Also ich sage, wir sind schon da, oder? Sind wir da? Ich glaube schon. Oh nein, kennt ihr Dimitri? Nico, ich dachte, ich schicke dir dieses Bild. Sieht aus. Was? Der Cousin ein bisschen in der Klemme, dein Freund Dimitri. Oh shit, jetzt müssen wir aber Gas geben. Ei. Fahr. Ja, komm, noch was reinschmeißen, komm. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, wir sind angekommen. Verlassene Lagerhalle. Parken wir besser hier. Und ich würde sagen, let the show begin. So, aufgehoben. Pumpenmuni? AK. Uiuiui, das heißt nichts Gutes.
hier los? If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. I feel like shit. I'm going to kill that unreliable bastard. Wir haben noch ein paar Granaten. Einmal hier hin. Müssen jetzt richtig Gas geben. Da ist er. Da ist noch einer. Kopf raus, Kopf raus, Kopf raus, komm. Haben wir? Wo ist der andere? Da ist auch einer. Zeig dich. Junge, will er mich verarschen? Weg, weiter, 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 weiter. Steh auf! Wir müssen unseren Cousin retten. Nico, dreh dich. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's ums Eingemachte. Eieieiei. Oha. Oha. Wo schießt er denn hin? Kopf raus, der ist weg. Komm. Streck deinen Kopf raus. Wenn zu blöd, den holen wir uns. Energie mitnehmen, nicht vergessen und ein GB. Der wird heute eine etwas längere Folge, auf jeden Fall. Ja. Oh, sein Loch war ich. So, jetzt für das Finale holen wir natürlich schon mal eine andere Waffe raus. Die Emotionsländer. Nein, ich wollte die Pumpe rausholen. Was macht er denn da? So. Wo ist er? Eine Person nimmt ein komplettes Lagerhaus auseinander. Jo, er ist auch Nico Bellic, Freunde, ne? Darf man nicht vergessen. Ups. Und Aim war gerade Mülltonne, sein Vater. Boah, ich sehe gar nichts. Nimm dein Arschloch. Boah, der Pumpe. Die brauchen wir. So, jetzt können wir Spaß haben. Oh. Das habt ihr davon. Zwei Schuss haben wir noch, die müssen wir gut aufbewahren. Dach, Junge, wo sitzen die alles? Holzrussen hier. Komm her.
Schnauze. Sniper Skill ist da. Das war bestimmt noch nicht alles. Kommt schon das Finale. Boah, wir haben ihn auseinandergenommen. Ab nach Hause, Cousin. Und jetzt steh auf. Und jetzt komm. Steig ein, mein Cousin. War es ein Kasper bis gleich. So, wir sind angekommen. Ja, Freunde, ey, was war das für eine Situation? Aber jetzt bin ich raus, Freunde. Ich bin und Little Jacob. Nico, ruf mich an, wenn du Kohle brauchst bei mir und bei mir, ja. Aber jetzt bin ich wirklich raus, Freunde. Bis zur nächsten Folge.